Außerirdischer. Als Außerirdischer bezeichnet man Lebewesen, die nicht von diesem Planeten kommen. Die Erde, wer auf der Erde lebt, ist ein Erdling, gehört zu den irdischen Lebensformen und viele alten Kulturen sprechen von Außerirdischen. Mein Name ist Sukadev, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya, www.yoga-vidya.de. Und in alten indischen Schriften finden wir immer wieder Berichte von Lebewesen aus anderen Planeten. Es gibt zum Beispiel Subramanya, der als Gott verehrt wird. Und von ihm heißt es, er hatte 6 Ammen, die ihn aufgezogen haben. Man könnte auch sagen, 6 Mütter. Und die kommen von den Kritikas. Und die Kritikas sind die Plejaden. Und so wird gesagt, ja, das sind Außerirdische von den Plejaden. Und so ähnlich gibt es bestimmte Wesenheiten für die verschiedenen Planeten. In den alten indischen Schriften finden wir Berichte von sogenannten Vimanas, was Flugzeuge sind. Manche Vimanas sind geflogen auf dieser Erde. Zum Beispiel Ravana hatte so einen, der in der Ramayana eine Rolle spielt. Und andere Vimanas dienen dazu, dass man in andere Galaxien fliegen kann. In Indien heißt es auch, oder im klassischen Yoga heißt es auch, dass wir nicht nur auf der physischen Welt sind, sondern es gibt auch Feinstoffwesen, die leben in einer anderen Dimension und die können auch mit dieser Welt Verbindung aufnehmen, auch das in Form von Außerirdischen. Sind Außerirdische wohlwollend oder bedrohlich? Manche Menschen hoffen, dass die Außerirdischen eingreifen und uns helfen. Andere haben Angst davor und denken, Außerirdische könnten uns entführen. Ich selbst habe da keine klare Meinung dazu. Wir finden in den indischen Schriften die Berichte von Asuras und auch von Devas. Die Devas sind die Lichtwesen, die wollen es gut mit uns und die Asuras meinen es nicht so gut. Die Devas und Asuras könnte man auch deuten als Menschen, die Gutes bewirken wollen und weniger Gutes. Man kann es mythologisch so deuten, aber manchmal wird eben auch beschrieben, wie diese mit bestimmten Vimanas, Fahrzeugen von anderen Dimensionen oder anderen Galaxien zu uns hinkommen. Ist es gut, Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen? Ist auch so eine gewisse Frage. Es werden ja seit 100 Jahren vermehrt Berichte über Außerirdische veröffentlicht. Gerade in den 1950er, 1960er, 1970er Jahren gab es die Berichte über Außerirdische und Hüllen und Fülle. Manchen haben gedacht, dass wir jetzt kurz davor stehen, dass die Außerirdischen sich offenbaren. Wir müssen aber sagen, es hat sich bis jetzt nicht so viel getan. Also wird man sagen können, wenn es die Außerirdischen gibt, wollen sie offensichtlich mit uns keinen engeren Kontakt haben. Und wenn es Außerirdische gibt und sie auf dieser Erde sind, dann wird man auch davon ausgehen können, sie machen sich unsichtbar, sie haben eine höhere Technik als wir. Also wäre es vermutlich nicht allzu sinnvoll, wenn wir probieren, Kontakt aufzunehmen. Wir könnten aber auch sagen, Außerirdische müssen ja jetzt nicht unbedingt von anderen Galaxien ausgehen. Ich selbst gehe davon aus, dass es nicht nur Leben auf der Erde gibt, aber auch, dass wir nicht der Körper sind, dass wir nach dem Tod letztlich den physischen Körper verlassen, in eine andere Dimension gehen. Wir können Kontakt aufnehmen zu den Feinstoffwesen in der Natur, zu Erdgeistern, Feuergeistern, Wassergeistern oder eben auch Naturengeln, Hüter von Orten und so weiter. Wir können Kontakt aufnehmen zu Lichtwesen, zu Engelswesen und so weiter. In diesem Sinne sind das auch eine Form von Außerirdischen, obgleich sie auch auf dieser Erde sind. Mindestens können wir positive Energie zu ihnen schicken. Und es gibt ja auch Shanti-Mantras in der indischen Tradition. Und mit Shanti-Mantras schickt man auch Lichtenergien zu anderen Wesen in anderen Dimensionen, egal ob man die jetzt als Außerirdische, als Engelswesen oder auch als Naturgeister bezeichnen will. Und man bittet sie auch um Hilfe. Und das kann ja auch nicht schaden. Und so will ich zum Abschluss ein Shanti-Mantra wiederholen. Und das kann man auch wiederholen als
Wohlwollen gegenüber Außerirdischen und auch Bitte, dass wir zusammen Positives bewirken können. Om Sham No Mitra Sham Varunaha Sham No Bhavatvaryama Sham Na Indro Brihaspatihi Sham No Vishnu Kramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avatu Tat Vaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Friede sei mit allen, den Irdischen und den Außerirdischen.